Jo, hey Leute, wieder Just Eddie am Start mit einem neuen Video. Und es ist so, als wäre ich nie weg gewesen. Bin immer am Start. Ich habe gerade Corona. Hält mich das davon ab, ein Video für euch zu machen? Ja, schon recht oft. Aber jetzt gerade dachte ich mir, komm, machst du mal ein Video. Und zwar, Leute, reden wir heute darüber, warum nur dieser eine gewisse spezielle Server für uns alle in Frage kommen kann und sonst keiner. Dann geht es einmal um Elefort. Und das andere ist die Silhouette Community, die Privatserver Silhouette Community, und über die reden wir jetzt direkt auch. Also, ist es so, ich bin im momentanen Moment auf der Suche nach einem neuen Privatserver. Jetzt nicht, weil Merv mich stört oder sonst was, sondern ich bin am gucken ein bisschen, was geht da ab und so weiter, was geht auf Merv ab, was geht auf Elefor, was geht auf Origin, was geht auf XY und auf jeden neuen Server, der gerade kommt, einfach ab. Und da ist mir etwas ganz Spezielles aufgefallen. Und zwar ist mir dabei aufgefallen, dass man eigentlich auf jedem neuen Privatserver dieselbe Community findet. Es sind immer dieselben Leute. Ist das ein Problem? An sich nicht. Aber was sagt mir das? Es sagt mir, dass eigentlich auf jedem neuen Server, der startet, immer wieder dieselben Leute da sind, die eigentlich mit demselben Gedanken erstmal reingehen in so einen Server wie wir. Aber diese Leute scheinen anscheinend immer wieder unzufrieden zu sein und deswegen den Server zu wechseln. Ich kann das verstehen, ich kann das mega gut verstehen. Bis heute habe ich noch nicht geschafft, mich irgendwo festzubeißen, wobei das auch tatsächlich viel mit meinem privaten Leben zu tun hat, weshalb ich meistens irgendwann dann erstmal für eine Zeit raus bin. Und wenn ich dann irgendwann zurückkomme, ist es schwer, da wieder Anklang zu finden. Aber um auf die Community zurückzukommen, die Leute zocken einen Server an. Der Hype ist da, der Server boomt. Sobald dann irgendwann Unzufriedenheit kommt und immer größer wird und so weiter, lief diese Community und wechselt auf den nächsten Server. Das bedeutet für uns aber natürlich, dass man auf jedem neuen Server dieselbe Community findet. Und diese Community ist unfassbar schwer zufriedenzustellen oder sogar gar nicht zufriedenzustellen, weil es auch gar nicht deren Ziel ist, zufrieden zu sein. Sondern sie wollen beim anfänglichen Hype mit dabei sein und einfach diesen anfänglichen Spaß mitnehmen. Ist das was Schlimmes? Nö. Es hilft jedem Server dabei, erstmal aufzublühen und ein wenig einen kleinen Boom zu haben. Die haben oft gute Ideen, können einen Server gut voranbringen und sorgen dafür, dass deine Community am Start ist. Aber das Problem dabei ist, dass letzten Endes jeder Server dann irgendwann einen Schaden davon tragen wird, sobald diese Community unzufrieden ist. Weil was mir dabei aufgefallen ist, liebe Freunde, ist, dass diese Community mittlerweile sich kennt untereinander, sich jedes Mal aufs Neue freut, wenn die sich sehen auf einem neuen Server und sehen, ach, du bist auch hier und so weiter, was ja an sich erstmal nichts Schlimmes ist. Aber es ist mittlerweile so ein Game draus geworden, dass diese Community so stark polarisieren kann, dass neue Leute oder sagen wir es mal Leute mit anderen Gedanken, die in so einen Server gehen, relativ schwer dort gehört und gesehen werden können, beziehungsweise sich einfach wohlfühlen können, weil diese eine Community so stark polarisiert und sich einfach auch einen Spaß draus macht, zu polarisieren und aufzufallen. Und deswegen ist es unfassbar schwer in der heutigen Zeit für einen neuen Privatserver dort irgendwie aufzufallen. Und wo wir gerade beim Thema Community sind, wechseln wir direkt mal zum nächsten Thema, und zwar zum Thema Elefor. Elefor. Was ist denn bei Elefor? Also, Elefor hat sich in den letzten Tagen auf unserem Discord gemeldet, worüber ich mich sehr gefreut habe an sich, und die haben uns herzlich dazu eingeladen, doch mal da reinzuschauen. Grund dafür war, dass mittlerweile einige Probleme von früher behoben wurden, der Server einen neuen Boom hat, sagen wir es mal so vorsichtig, und ein zusätzlicher Satz war auch, dass ein gutes Spielklima jetzt vorhanden ist, da Störenfriede aus dem Spiel quasi gegangen sind. Was für mich natürlich direkt 10 Fragezeichen aufrufen lassen hat, und ich habe direkt gefragt, sind denn auch spezielle Personen nicht mehr da, woraufhin ich zunächst keine richtige Antwort bekommen habe, doch im Anschluss darauf, was mich sehr gefreut hat, eine konkretere Antwort bekommen habe, die mich persönlich letzten Endes nicht ausreichend zufriedengestellt hat. Warum? Ja, weil für mich ganz klar, jeder Server, der rauskommt und da ist, seine guten Seiten an sich hat, aber tatsächlich die Community einen unfassbaren großen Teil davon ausmacht, ob ein Server was für mich wäre oder halt nicht. Und wenn ich weiß, dass auf einem Server Leute da sind, die toxisch sind oder
so stark polarisieren können, dass der Server im Endeffekt einen Schaden daraus nehmen würde oder könnte, dann meide ich solche Server. Und aus der Vergangenheit weiß ich, dass es in Elo vor den ein oder anderen speziellen Kollegen gab. Und sollte dieser nicht rausgeschmissen worden sein, sondern einfach nur gegangen sein, dann ist es für mich schwierig, mich auf diesem Server wohlzufühlen, weil ich weiß, dass diese Person jederzeit wiederkommen könnte oder sogar noch da ist. Und deswegen meide ich tatsächlich solche Server und deswegen auch das anfängliche Thema, wo ich über die Community geredet habe. Jeder neue Privatserver bringt dieses Problem leider mit sich. Und das hat Elefo leider nicht ganz ausgeschlossen, weil diese Personen, die für mich speziell dort waren, nicht gekickt oder gebannt wurden, sondern wahrscheinlich einfach selbst nicht so Interesse mehr hatten oder einfach nicht mehr häufig online sind. Das ist aber für mich leider nicht ausreichend. Ja, aber damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Wenn doch jetzt kein neuer Server mehr gut sein kann, weil die Community die Server tatsächlich selbst zerstört, und was bleibt uns dann übrig? Tatsächlich bleiben uns gute alte bestehende Server übrig. Aber auch nicht viele, weil wir suchen ja Non-Bot-Server. Da haben wir auch so Server. Sagen wir, wenn wir jetzt mal Elefor als Beispiel nehmen wollen und wir sagen, da sind jetzt diese speziellen Leute nicht mehr. Dann muss man natürlich davon ausgehen, oder dann muss man sich überlegen, reicht mir das, was dann auf dem Server da ist oder nicht? Und da muss man jetzt einfach schauen. Der Server Merv zum Beispiel, mittlerweile hat er seinen anfänglichen Hype, beziehungsweise diese Community ist mittlerweile nicht mehr da. Man muss dann entweder sich sagen, ich halte diese Monate aus, bis diese Community weg ist und bleibe dann auf dem Server oder wechsle dann auf diesen Server. Aber leider haben diese Server oft einen relativ großen Schaden davon getragen. Und weil diese Server nicht so unfassbar groß sind, ist es dann auch schwer als Neuling dann dort Anklang zu finden und dann sich dort irgendwie doch wieder ja, wohlzufühlen. Zumindest ist es das, was für mich der Fall ist. Ja, ich rede hier jetzt gerade von mir persönlich. Und deswegen ist es schwer, dann auf so einem Server wie Merv oder auch Elefor dann irgendwann im späteren Spielverlauf doch nochmal reinzufinden. Und also bleiben für mich nur noch ganz wenige Server übrig. Und zwar eigentlich alte Server, aber die sehr großen. Weil kleine Server, da fehlt mir dieses Community-Ding, dieser Handel, die Competition, dieses Wettbewerbsfeeling, aber auch diese ruhig auch toxische Spieler, die aber in der großen Menschenmenge irgendwie untergehen, aber auch die Harmonie, der Frieden, die Freundschaft und das Miteinander, einfach was so ein Server mit sich bringen kann. Und da bleibt am Ende des Tages nur noch der eine einzige Server, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist Origin, liebe Freunde. Ich hätte es nicht gedacht, es geht mir auch gerade gar nicht darum, Werbung für den Server zu machen. Ich zocke da noch nicht mal drauf. Werde ich darauf zocken? Wer weiß. Aber für mich ist das tatsächlich der einzige Server, der überhaupt in Frage käme, weil nur dort eine Community vorhanden ist, die so groß ist, dass toxische Leute irrelevant sind und gleichzeitig ich als neuer Spieler nicht das Gefühl habe, niemand mehr da zu haben, weil wir alle kennen es, in originalen Silk Road war es lange zumindest so, dass wenn du neu angefangen hast, du hast trotzdem immer irgendwo Leute gefunden und kennengelernt und konntest irgendwo einen Anschluss finden. Und das hast du halt auf kleineren Servern weniger und auf ganz kleinen Servern tatsächlich auch so gut wie gar nicht. Und dann zu sagen, diese Communities, die dann neu anfangen, im Anfangsbereich halt so krass zu pushen, dass die ganz schnell zu den anderen Leuten gehören, ist nicht so mein Ding. Es ist nicht mein Ding. Weil ich mag es nicht zu wissen, okay, man wird halt als Neuling dann so krass gepusht mit irgendwelchen Boostern oder Taxi oder was auch immer, dass ich ganz schnell da oben mit bei bin, das will ich nicht. Ich will dieses Feeling haben, dieses Low-Level-Feeling und mich hocharbeiten, aber nicht alleine. Ich möchte dazu eine Community haben. Und deswegen, liebe Freunde, ob wir jetzt demnächst was mehr von Origin Online sehen werden, weiß er nicht. Kann aber gut sein. Also bis dahin, Freunde, bleibt aufmerksam hier auf meinem YouTube-Channel erstmal und in Zukunft hoffentlich vielleicht auch wieder ein paar Streams. Also bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.